Im Dialog Aufsatzbinderdach im Register Darstellung können Sie die Dachgrundrissdarstellung des markierten Daches verändern. Die voreingestellten Werte kommen aus der Systemvoreinstellung. Sie können im Bereich Schraffur für Dächer auswählen, welche der vorhandenen Schraffuren zur Darstellung verwendet werden soll. Wählen wir hier beispielhaft die Raute aus. Sie können per Klick auf die Schaltfläche Farbwahl festlegen, mit was für einer farbigen Füllung die Schraffur versehen werden soll. Nehmen wir meinetwegen Grau. Im Schraffurbereich legen Sie fest, bis wohin die Schraffur ausgeführt werden soll. Sie können hierfür auf die Höhenangabe, den Abstand zur Außenwand-Außenkante oder den Abstand zur Außenwand-Innenkante zurückgreifen. Bei Auswahl der Höhenangabe können Sie als Bezug ein Höhenmaß, bei Auswahl eines Abstandswertes den entsprechenden Abstand einstellen. Wir gehen hier einfach mal auf Höhenangabe und sagen beispielhaft 1,50 Meter. Sie können im Bereich Grundriss für Dächer einstellen, welche Ebene des Dachaufbaus für die Darstellung verwendet werden soll. Die obere Dachziegelhaut, dies ist im Standard voreingestellt, die untere Dachziegelhaut, die obere Sparrenhaut oder die untere Sparrenhaut. Sie sehen in der Darstellung im Standard mit der oberen Dachziegelhaut an der Traufe leicht gestrichelt die untere Sparrenhaut. Wir schauen uns das Ganze im Grundriss an, okay, und sehen, wir haben jetzt unsere Darstellung mit unserer Raute grau gefüllt. Und wenn wir uns den Dachüberstand einfach mal anschauen und mit E auf die Ecke springen, sehen wir, die Ecke des dargestellten Dachgrundrisses auf der unteren Dachsparrenhaut wird jetzt auch entsprechend angesprungen. Wenn wir mit Steuerung Z das Ganze wieder rückgängig machen und hier noch einmal mit E auf die Ecke gehen, sehen Sie, die angesprungenen Ecken beim Dach sind unabhängig von der Darstellung des Dachgrundrisses immer die untere Sparrenhaut.